Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Styling-Video. Ich dachte mir, ich zeige euch, wie ich eine Jeansjacke style, aber eine ganz besondere, denn ich habe sie ein bisschen DIY verschönert. Und das habe ich ganz einfach mit Aufnähern bzw. Aufbügelbilder gemacht, die ich online bestellt habe. Das ist ja der Trend so dieses Jahr und zieht sich wahrscheinlich auch noch bis zum Herbst, Winter hin. Mir gefällt dieser Trend besonders gut, deswegen habe ich mir auch gedacht, mache ich mir einfach so eine Jeansjacke. Ich habe mir einfach eine ganz alte Jeansjacke von mir geschnappt und dachte mir, die könnte ich doch verschönern. Das ist jetzt so eine kürzere, man kann natürlich auch Oversize Jeansjacken nehmen oder was auch ganz cool ist, ist auf Bomberjacken oder solche Camouflagejacken. Natürlich gehen auch andere Kleidungsstücke, es müssen nicht immer Jacken sein, wie zum Beispiel Jeanshose, Jeansrock, Rucksäcke, Accessoires, Taschen gehen natürlich auch. Am besten sollte der Stoff schon ein bisschen fester sein, deswegen eignen sich halt Jeans besonders gut dafür. Die ganzen Patches habe ich mir online bestellt bei Etsy. Da gibt es richtig coole Sachen. Ich konnte mich erstmal auch nicht entscheiden. Und ich habe auch noch mehr bestellt. Ich warte halt noch. Ist halt aus der ganzen Welt erwarte ich jetzt Post sozusagen, was sehr cool ist. Bei Bershka, da gab es so ein Set von 4 Pins. Die sind auch nochmal ganz cool, um einfach vorne das nochmal ranzustecken am Revers oder am Kragen oder sowas, das ist auch ganz hübsch. Das geht ganz einfach, das Bügelbild einfach drauf platzieren. Das Schwierigste ist eigentlich eher, wo man es hin macht, weil ich kann mich ja nie entscheiden. Aber wenn ihr dann eure Stelle gefunden habt, einfach das Bild drauflegen, dann am besten ein Tuch darüber, damit das nicht verbrennt. Dann mit einem Bügeleisen drüber gehen, das geht in ein paar Sekunden ist das auch schon gemacht. Das Bügeleisen am besten auf Baumwolle stellen oder halt die heißeste Stufe und dann so ein paar Sekunden drüber halten und dann nochmal von der anderen Seite. Auf der anderen Seite funktioniert es sogar noch besser, dann klebt es sofort irgendwie. Ich hatte bei einigen ein paar Probleme von der vorderen Seite. Aber hinten funktioniert es dann und dann klebt es auch schon. Man kann das Kleidungsstück dann auch waschen. Ich meine nicht über 30 Grad. Am besten natürlich Handwäsche, aber es geht auch in der Waschmaschine. Ich mache eigentlich alles in der Waschmaschine. Dann habe ich noch ein paar Looks für euch zusammengestellt. Ein paar verschiedene, wie ich diese Jacke dann stylen würde. Und zwar als erstes einen ganz legeren, lockeren Look mit meiner Lieblingshose zurzeit. Ich liebe einfach diese ganz weiten Hosen, die Culottes, die so ein bisschen kürzer auch geschnitten sind. Das zeigt dann so ein bisschen Bein, aber nicht zu viel. Sehr luftig, also ich habe die Hose jetzt auch ganz neu, ein ganz toller Stoff, sehr luftig, sieht auch sehr schick aus, wenn man das zum Beispiel mit hohen Schuhen paart. Aber ich habe es jetzt hier ganz leger mit meinen Adidas gepaart. Als nächstes ein Party-Look, der ein bisschen bunter ist, mit diesem super auffälligen pinken Rock. Ich liebe diesen Rock total. Ich hatte noch keine Gelegenheit, ihn zu tragen, aber naja, so würde ich es tragen für eine Party eben. So ein bisschen bunter, das passt auch ganz toll eben zu den Patches. Erinnert so ein bisschen an Moschino, wie ich finde. Ich habe jetzt Plateausandalen dazu angezogen, weil das ist das Einzige, worin ich überhaupt laufen kann, wenn es sehr hoch sein soll. Und ja, hohe Schuhe passen natürlich am besten dazu. Eine kleine Tasche, die auch so ein bisschen ein kleiner Blickfang ist, weil sie so ein bisschen die Transparenz zeigt. Finde ich ganz cool. Dann super im Trend auch dieses Jahr ist Denim on Denim. Das heißt also mehrere Jeansstücke kombiniert getragen. Hier natürlich die Jeansjacke wieder und diesmal mit Jeansrock. Kann man natürlich auch mit einer Jeanshose und was auch immer. Cool ist auch, wenn der Kontrast da wäre. Also sieht ziemlich helles Denim mit dunklem Denim. Das sieht nochmal cooler aus, wie ich finde. Aber dieser Jeansrock kommt in die gleiche Richtung. Ich habe halt keinen anderen. Und die letzte Kombination mit einem Kleid, das hier ist gestreift. Ich liebe weiß, blau und rot. Diese Kombination ist sehr klassisch und passt einfach immer. Ich mag das total gern. Deswegen auch hier wieder mit dem Bandana als Choker. Und ja, das Kleid ist wunderschön. Ich mag das sehr bequem und es passt toll zu Chucks. Ich liebe vor allem diese Chucks mit der dünnen Sohle. Die passen echt toll zu Kleidern und Röcken. Sehen so ein bisschen femininer aus, wie ich finde. Und sind sehr bequem und sehr sommerlich auch. Dann noch einen Rucksack umgehängt und fertig ist dieses Outfit. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich hoffe, euch gefällt überhaupt die Idee von so Styling-Videos, wie ich sie zumindest tragen würde, manche Sachen. Wenn ihr noch Ideen habt, was ihr gerne sehen möchtet, was ich gerne stylen sollte für euch mit mehreren Looks, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video auch gefallen. Wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch sehr gerne noch in mein letztes Video reinschauen. Da gibt es übrigens auch noch was zu gewinnen, also lohnt es sich. Ich werde es euch auch noch mal in die Infobox verlinken. Könnt ihr euch gerne jetzt anschauen
Und vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wie gesagt, lasst mir Feedback da und auch, was ihr als nächstes sehen möchtet, was ich style. Ich würde es gerne so als Serie fortsetzen, wenn euch das gefällt. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.